ich wieder da, ne? Hi. Morgen. Guten Morgen. Aber direkt am Telefonieren, das tut mir so leid. Warum? Guten Morgen. Die ersten zwei Tage dienen letztendlich dazu, den Ist-Zustand festzustellen, um dann im Training optimal auf die Reize, die dort kommen, auch vorbereitet zu sein. Dass wir keinen überlasten, aber auch keinen unterfordern, weil jeder soll ja im optimalen Bereich arbeiten und dafür sind diese Tests total sinnvoll. Ich glaube, ja, es liegt ein hartes Stück Arbeit vor uns, aber wir sind positiv gestimmt und wollen natürlich eine bessere Saison spielen als letztes Jahr. Nach dem Urlaub ist es wichtig, erstmal die Füße zu finden. Man freut sich wieder auf den Ball, muss das aber auch nicht, sag ich mal, das muss nicht dazu führen, dass es zu viel wird, weil der Körper muss auch mithalten. Und daraus einfach das machen, was zu dem Zeitpunkt am meisten Sinn macht. Und das ist Basis zu schaffen, auch was, was das Körperliche angelangt. Und dann haben wir eine lange Vorbereitung, werden wir Stück für Stück auch die Inhalte dann reinkriegen. Die Jungs sind letztendlich fit, das ist schon mal das Gute. Der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen Nachholbedarf. Dafür gibt es natürlich positive Überraschungen, wo ich vorher nicht mit den Ergebnissen gerechnet habe, aber umso besser. Ja, die Jungs bekommen einen Urlaubsplan von mir mit, wo sie am Ende ein bisschen was machen müssen. Basiert größtenteils auf Vertrauen. Ich renne nicht hinterher und kontrolliere, ob sie alles machen. Ich bin nicht die Mutti, sondern das sind eigenständige Profis, die bekommen das ganz gut hin. Und spätestens heute oder gestern in den Tests hätten wir festgestellt, wenn die Aufgaben nicht erledigt worden wären. Und dann hätte es natürlich etwas Zusatzaufgaben gegeben. Danach sieht es im Moment aber nicht aus. Also sind wir total positiv. Ja, also die Trainingspläne im Urlaub, die sind ja nicht entspannt, aber das ist schon in Ordnung. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ansonsten wird es schwierig in der Vorbereitung. Von dem her ist es mir ganz gut gegangen. Und ich glaube, wenn man in Japan seine Läufe absolvieren kann, dann ist es umso schöner. Von dem her hatte ich kein Problem damit. Ja, ich fühle mich gut. Ich glaube, alle sind fit und haben Lust, dass es wieder losgeht. Ich freue mich total auf die neue Saison. Neuer Chef oder neue Chefs, neue Herausforderungen und neue Saison. Ich glaube, es kann richtig gut werden. Ja, das wird natürlich immer größer, aber ich finde, das Wichtige ist, das Fokus auf das Hier und Jetzt zu legen. Und jetzt haben wir ein gutes erstes Training absolviert und es war eigentlich geplant, ein ganz lockerer Einstieg, aber die Jungs hat dafür gesorgt, dass das Tempo nach oben gegangen ist und da habe ich natürlich auch nicht so viel dagegen. Ich glaube, man versucht natürlich immer bestmöglich die Dinge umzusetzen. Für den Trainer ist es auch wichtig, viele Dinge zu sehen, was so los ist in der Mannschaft. Aber trotzdem brauchen wir natürlich Zeit. Ich glaube, es wäre unfair, wenn man jetzt sagt, dass man in den ersten Wochen schon alles sieht und alles umsetzt und einen perfekten Fußball spielt, sondern das braucht Zeit und wir müssen daran arbeiten. Aber ich glaube, der Fokus in den ersten Wochen liegt in der Fitness, dass wir mal ordentlich fit werden und da werden wir auch mal müde sein. Danke dir. Sehr gerne.